Wunsch 1, erster Satz, Aufschlag, dann weg. Von 15:40 hat sich Wilas wieder hinaufgearbeitet, doch zur 2:1 Führung in diesem ersten Satz. Die beiden haben heuer bereits zweimal gegeneinander gespielt, und zwar in Hamburg. Im Semifinale siegte Wilas gegen Lendl mit 6:4, 6:3 und 6:1. Und dann ein zweites Aufeinandertreffen beim Nations Cup in Düsseldorf. Da hat dann Lendl einen Satz gewonnen gegen Wilas, und Wilas siegte mit 6:2, 2:6 und 6:3. Lendl hat ja noch gegen keinen der Top 5 gewonnen. Wilas ist die Nummer 4 der Weltrangliste. Wilas hingegen hat heuer schon Borg geschlagen, eben in Düsseldorf beim Nations Cup. Und er hat auch die Nummer 2 bereits besiegt, nämlich John McEnroe, im Rahmen des Davis Cups, als Argentinien gegen die USA mit 4:1 gewann.
für Guillermo Vilas. Vilas führt 5:2. Erster Satz. Fast 40 Minuten hat also dieser erste Satz gedauert, ein erster Satz, in dem Guillermo Vilas alles in allem der druckvollere Spieler war, das Spiel gemacht hat, den Druck entwickelt hat. Ivan Lendl war der Defensivspieler in diesem ersten Satz. Der Plan von Lendl, als der vielleicht bessere Aufschläger hier Vorteile zu haben, hat sich in diesem ersten Satz jedenfalls nicht verwirklichen lassen. Unnötig dieser Fehler, der einen Breakball für Vilas zum 3:0 ergibt. Doppelfehler. Und auch dieser Doppelfehler hat gezeigt, dass Lendl psychisch und physisch nicht in bester Verfassung ist. 3:0, zweiter Satz. Damit Satzball für Vilas.
dieser Satzball für Vilas. Zweiter Satz an Guillermo Vilas. Vilas gewinnt diesen zweiten Satz mit 6:2. Der zweite Satz war rund 10 Minuten kürzer als der erste. Gleich eine 1:0 Führung im dritten Satz mit einem Break für Guillermo Vilas. Vilas führt 1:0, dritter Satz.